Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Ich sitze heute im neuen Kia e-Soul von 2019. Der ist im April rausgekommen und der Kia-Händler in Bremen hat jetzt endlich mal einen gehabt, dass ich ihn auch mal Probe fahren konnte. Und wir fahren gleich mal wieder meine übliche Teststrecke von Bremen nach Bremerhaven, um mal das Fahrgefühl, Fahrverhalten, den Verbrauch zu testen. Und dann gucken wir uns den Wagen mal von innen und außen an und ich erzähle euch meine Meinung dazu und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ja, kommen wir mal zum Innenraum. Machen wir den Wagen erstmal an, damit die Klimaanlage läuft. So, jetzt sitzen wir also drin. Was als erstes auffällt, sind diese vielen Rundungen hier. Also wir haben hier so eine ovale Mittelkonsole. Da ist Klavierlack dabei. Das ist natürlich Hartplastik hier. Das ist auch Hartplastik. Hier ist es ein wenig softer. Das ist wieder hart. Es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Und interessant ist eben, dass hier im Innenraum irgendwie sehr viele Rundungen sind. Die stehen ja im krassen Gegensatz zu den vielen Kanten auf der Außenseite. Auch hier mit diesen runden Tastenfeldern am Lenkrad, das Kia-Symbol, eine runde Prallplatte. Sieht eigentlich ganz schick aus, gefällt mir ganz gut. Das ist jetzt mir leider ein bisschen zu hart, hätten sie ein bisschen weicher machen können. Fensterheber, Außenspiegeleinstellung, hier die üblichen Einstellungen für Spurhalteassistent, für Head-Up-Display, fürs Außengeräusch, ESP und so weiter. Das Display, das Hauptdisplay oder das Lenkraddisplay würde ich es mal nennen, das sieht eigentlich auch ganz schick aus. Da kann man halt verschiedene Sachen sich einstellen. Das kennen wir schon so ähnlich aus dem eNiro. Ich finde es hier fast noch ein bisschen gelungener, muss ich zugeben. Und hier haben wir das Head-Up-Display. Und ein riesiges 10,25 Zoll Display hier in der Mittelkonsole. Da kann man sich verschiedene, also drei, ich glaube drei geteilte Screens konfigurieren. Die Standardeinstellung ist hier Navi, hier Radio und hier die Reichweitenanzeige. Hier unten Tasten für Setup, für Media, Radio, Favoriten, Navigation und Kartenanzeige bzw. Navigation, letzte Ziele, Favoriten etc. pp. Hier unten die Klimatisierung. Die rote Anzeige hier finde ich ein bisschen dunkel. Aber gut, man kann sie lesen, ist kein Problem. Das ist die Lüftersteuerung, Klimaanlage. Hier haben wir die Temperatursteuerung. Ja, hier haben wir wieder eine Funktion, dass nur die Fahrerseite beheizt werden kann. Das finde ich ganz praktisch. Umluft ist klar. Witzigerweise sieht der Umluftwagen so aus wie der Soul. Original. Hier ist eine USB-Ladestation und eine 12-Volt-Steckdose. Nee, hier ist noch eine Ladestation für Handys, die leuchtet sogar rot. Hier ist ein Induktionslader, da kann man das Handy induktiv laden. Der Gangwahlhebel, schon aus dem eNiro bekannt, das ist so ein Drehknopf, rückwärts, normal, Drive, P einmal drücken, Start-Stopp-Knopf, Sitzheizung, Fahrer, Sitzheizung, Beifahrer, Lenkradheizung, Parkwarner. Drive Mode, hier stellt man ein zwischen Eco, Normal, Sport oder es gibt sogar, glaube ich, Eco Plus, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall lasse ich den jetzt mal auf Eco. Im Eco-Modus hat er auch die höchste Rekuperation. Und hier haben wir noch die Parkbremse, ein paar Cup Holder und ein Fach für die Mittelkonsole. Das ist eigentlich ausreichend. Und das Handschuhfach ist, ja, hat die übliche Größe. Aber wenn man da sitzt, wird man es wahrscheinlich kaum aufkriegen. Muss man den Sitz nach hinten fahren. Ja, Lautsprecher. Hier ist irgendwie so ein Fischgerätmuster. Geschmackssache. Die Form der Luftaustrittsdüsen, auch Geschmackssache. Das ist soft. Das ist wieder hart. Grauer Himmel, leider kein Schiebedach, auch kein Panoramadach. Hätte ich mir gerade bei diesem Sommertag gewünscht, aber man kann damit leben. Also
Vom Innenraum würde ich sagen, gediegen, gar nicht mal so schlecht. Ein Mischmasch aus hochwertigen Materialien und nicht so hochwertigen Materialien. Bei dem Preis hätte ich vielleicht gedacht, dass es ein bisschen hochwertiger ist. Hier ist die Ladeklappe, CCS-Anschluss. Auch der Kia Eniro lädt knapp 74 kW in der Praxis. Mit AC leider nur maximal 7, weil er kann eigentlich nur einphasig. Also das heißt, an einer normalen Steckdose bzw. normalen Wallbox lädt er wahrscheinlich auch nur 4 zu Hause. Das ist ein bisschen schade. Ja, theoretisch, wenn die das vielleicht diese Abdeckung weggelassen hätten und es vielleicht ein bisschen anders designt hätten, hätte man hier noch so eine schöne Frunk-Wanne reintun können. Dann hätte man hier im Motorraum noch, beziehungsweise ja, im Motorraum der Motor. Ist das der Motor? Ja, ich glaube, das ist der Motor, der Frontantrieb. Hätte man hier noch einen kleinen Frunk gehabt. Oder einen Frontkofferraum auf Deutsch. Schade. So ist der Platz leider verschenkt. Ja, ich habe jetzt den Sitz auf meine 1,82 eingestellt vorne und habe hier hinten echt eine ziemlich große Beinfreiheit. Kopffreiheit ist auch ausreichend, weil der Wagen fällt ja nach hinten so gut wie gar nicht ab. Der Sitzkomfort ist okay. Sitze sind straff. Hier ist natürlich Hartplastik. Hier hinten ist offensichtlich keine Lüftung, aber ich habe einen USB-Anschluss für ein Handyladen. Lüftung habe ich hier hinten scheinbar keine. Ja, es wirkt nicht wahnsinnig hochwertig, aber ich glaube, man kann hier zu viert locker, bequem auch ein bisschen längere Strecken zurücklegen. Auf jeden Fall hat der Soul hier eine Dachreling und Aufnahmepunkte für Dachträger, sodass man hier auch eine Dachbox drauf bauen könnte. Das ist für mich schon mal ein ganz guter Pluspunkt. Man kann hier noch diesen doppelten Boden rausnehmen. Dann hat man hier noch ein relativ sehr weit nach unten reichendes Staufach. Da passt doch einiges rein. So ein Zwischenboden, der ist bestimmt 20 cm hoch. Allerdings macht das dann die Ladekante natürlich sehr hoch. So, dass ich das erstmal hier so lassen würde, das ist auch besser für den Hund. Und jetzt gucken wir doch mal, ob ich dich da reinkriege, Meiler. So, Klappe zu. Achtung. Kopf weg. Also für kurze Strecken würde es gehen. Der Hund kann sich gerade so hinten im Kofferraum hinlegen, würde ich mal sagen. Er kann auch sitzen. Für uns, für unseren Hund, für unsere Meiler wäre das machbar. Vor allem, weil der Soul so schön kastig ist, da fällt das Dach nach hinten nicht so ab. Und da hat sie hier oben halt schöne Kopffreiheit. Das ist prima. Also hundetauglich würde ich sagen, ja, mit Einschränkungen. Irgendwie besser als der Eniro. Und auch hier sieht man, wie die Batterie unter das Chassis geschraubt ist. Also sie trägt richtig dick auf. Ein großer Block, den man vermutlich irgendwie auch so abschrauben und wechseln kann. Für meine Einfahrt ist der Wagen doch ein bisschen groß. Da muss man ein wenig kurbeln. Wow, also auch im Eco-Modus, muss ich sagen, geht der Wagen ganz schön gut ab. Bleiben keine Wünsche offen. Also das Innengeräusch ist wirklich sehr, sehr leise. Man hört so gut wie gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt wahrnehme, sind Rollgeräusche. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie groß die Reifen sind. Auf jeden Fall kein Elektromotorgeräusch. Also ich fahre jetzt ja auch nicht so schnell. Das sehen wir gleich auf der Autobahn. Windgeräusche auch null im Moment. Nur die Rollgeräusche und die Lüftung natürlich, die macht ein wenig Rauschen hier. So, im Eco-Modus habe ich die stärkste Rekuperation, Stufe 3. Ja, wenn ich loslasse,
bremst er fast bis zum Stillstand. Fühlt sich gut an, aber One-Pedal-Driving ist es noch nicht. Dafür ist es noch irgendwie zu schwach. Also die Assistenzsysteme in dem Wagen sind wirklich super. Also ich vermisse hier gar nichts. Also bis zum Kollisionswarner hatte ich gerade, wo ich auf ein Auto zugefahren bin und nicht rechtzeitig gebremst habe. Oder der Totwinkelassistent in den beiden Spiegeln mit den entsprechenden Tönen, die es dazu gibt, und die LEDs, die anfangen zu blinken. Die Rückfahrkamera mit den Hilfslinien und die Töne, die es dazu gibt, das ist alles wunderbar. Es gibt sogar eine App hier für dieses Fahrzeug, endlich. Also der Iniro hatte das noch nicht. Der bekommt das erst im nächsten Jahr. Mit der App kann man das Auto dann vorklimatisieren. Man kann den Ladezustand abfragen. Man kann Laden stoppen und starten oder Zeiten festlegen, wann geladen werden soll. Alles wunderbar durchdacht. So muss das sein. Der Wagen hat auch, was das Navi angeht, für 5 Jahre allerdings nur Echtzeitverkehrsdaten. Die werden dann mit dem Navi eingeblendet. Und danach muss man vermutlich ein Abo abschließen, würde ich mal sagen. Und die Monatsgebühr, die kenne ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die schon bekannt ist. Auf jeden Fall wird es danach, also nach 5 Jahren, dann vermutlich auch ein bisschen Geld kosten. Das Navi ist übrigens wunderbar ablesbar und das ist auch ein sehr schöner großer Screen, muss ich sagen. Gefällt mir außerordentlich gut. Kann einen natürlich auch zu Ladestationen führen. Hier gibt es extra eine Einstellung, dass man die Ladestation in der Umgebung angezeigt bekommt. Das ist natürlich sehr nett. Hätte ich jetzt auch erwartet beim Elektroauto natürlich. Grün! Also da lasse ich alles stehen hinter mir im Eco-Modus. So, ich habe jetzt mal nur auf Normal-Mode gestellt und da geht das echt ab wie eine Rakete. Und jetzt stelle ich mal auf Sport. Einen Moment. Jetzt stelle ich mal auf Sport. Eieieiei. Moment. So, jetzt Achtung. 3, 2, 1. Den kannst du kaum auf der Straße halten. Also ganz ehrlich, das ist der Hammer. Das ist ja schon fast Tesla-esk, die Beschleunigung hier. Also gefühlt, würde ich sagen, steht im Sportmodus der Kia e-Soul meinem Model S nichts nach. Ich habe ja nicht das Performance-Modell, sondern das normale. Also das ist schon brachial. Beim Beschleunigen hört man jetzt doch den Elektromotor. Also das merkt man, aber während der normalen Fahrt ist er eigentlich nicht zu hören. Ja, am Ende muss man doch immer noch bremsen hier. Also die Rekuperation ist zwar stark, aber nicht so wie beim Tesla, dass ich mit einem Fuß quasi fahren kann. Jetzt gib ihm. Ja. Und 100. Also das ging recht schnell. Heiliges Blechle. Schon super Antritt, muss ich sagen. Fällt mir gut. So. Jetzt fahren wir auf die Autobahn. Wir haben es heute sehr warm. Draußen sind es fast 30 oder über 30 Grad sogar. Das heißt, die Klimaanlage muss schuften. Aber Wärme ist ja eigentlich immer besser als Kälte. Zumindest für die Reichweite. Also ich fahre jetzt wieder zwischen 130 und 140 und schaue mal, wie sich der Verbrauch entwickelt. Ich finde, 130 ist so die
Geschwindigkeit, die man eigentlich mit dem Elektroauto mal anpeilen sollte. Alles, was 120 ist, ist mir eigentlich persönlich zu langsam. Weil hier habe ich gerade Geschwindigkeitsbeschränkung, aber wo normalerweise freigegeben ist auf der Autobahn, da würde ich schon gerne mindestens 130 fahren. Also die Geräuschkulisse jetzt bei 120 auf der Autobahn ist wirklich fast so leise, muss ich sagen, wie im e-tron. Also man hört außer Rollgeräuschen von den Reifen so gut wie nichts. Also Windgeräusche, obwohl der Wagen so kastig ist, ganz, ganz wenig. Also hier vom Spiegel kommt da ein bisschen was vielleicht. Motorengeräusche, wie gesagt, gar nicht. Und sehr angenehme Geräuschkulisse. Wirklich Respekt. Extrem gut gedämmt und fährt sich wirklich, also auch sportlich durch den Antritt. Das traut man diesem Wagen, wenn man den so sieht, eigentlich überhaupt nicht zu. Der Verbrauch, wir sind jetzt nicht lange unterwegs, irgendwie 12 Kilometer, der Verbrauch pendelt sich jetzt so bei 19 Kilowattstunden ein. Wir fahren Tempomat gerade 120. Der Spurhalteassistent, ich habe so meine Hand am Lenkrad, aber der Spurhalteassistent zieht eigentlich seine Kreise. Jetzt kommt hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Was macht er? Ja, er ignoriert sie. Also er hat jetzt keine Anpassung an irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzung. Im Head-Up-Display steht auch, dass ich hier 120 fahren darf, aber hier ist eine Baustelle. Die hat er so nicht erkannt. Also mit Stufe 3 Rekuperation ist es so, dass auf der Autobahn, sobald man das Gaspedal auch nur ein bisschen lupft, verzögert er schon sehr merklich. Ist doch ein wenig ruckelig. Habe ich jetzt gerade hier mit den Pedals auf Stufe 1 gestellt, weil mir das nicht so gefiel. Gerade jetzt in der Baustelle, wo ich dann abbremsen musste und sobald ich den Fuß vom Gas nahm, dann ruckelte ich so nach vorne. So mit Stufe 1 ist das doch gleitender, wie man das vom Gefühl her besser findet. Könnt ihr das Head-Up-Display sehen? Sieht sehr, sehr schön aus, also gestochen scharf. Es ist einfach nur schade, dass die hier so ein Plastikteil hochfahren müssen, dass sie es nicht an die Windschutzscheiben projizieren können. Also ich muss sagen, man findet sich hier auch sehr schnell zurecht. Ich überhole jetzt mal und der Tempomat, adaptive Tempomat, beschleunigt wieder. Wunderbar. Und jetzt übernimmt wieder der Spurhalteassistent. Also ich finde das sehr einfach zu bedienen, wenn man das ein, zwei Mal schon gefahren hat, so ein Auto. Also der Eniro ist ja so ähnlich aufgebaut von der ganzen Menüführung und Bedienung. Ist doch relativ schnell wieder zu lernen. Und fühlt sich hier im Kia ein wenig ausgereifter an alles. Ja, der Kia e-Soul. Wir sind jetzt fast 50 Kilometer unterwegs bei Tempo 130 auf der Autobahn Richtung Bremerhaven und haben einen Durchschnittsverbrauch von 19,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Der Wagen fährt hier im, ich würde mal sagen, Autopilot-Modus. Das heißt, wir haben Spurhalteassistent an, wir haben den adaptiven Tempomat an. Einem relativ großen Abstand eingestellt zwischen dem vorausfahrenden Fahrzeug. Wir fahren im Eco-Modus, um auch die maximale Reichweite rauszuholen und es fühlt sich wirklich gut an. Also alle Assistenzsysteme arbeiten wirklich einwandfrei. Sehr flüssig, sehr smooth, irgendwie gar nicht hakelig, sondern auch so, dass man Vertrauen darin entwickelt. Und auch der Eco-Modus ist wirklich der Modus, den man permanent fahren kann. Also die Beschleunigung im Eco-Modus ist wirklich relativ zügig, also da bleiben keine Wünsche offen. Und die Klimatisierung hier, wir haben jetzt hier 27 Grad draußen, die Klimatisierung ist einwandfrei, gibt keine kalten Füße, keine Zugluft, man kann alles wunderbar regeln, man kann es auch so einstellen, dass es nur für den Fahrer, also Driver only, und Taste. Das hat alles schon Hand und Fuß. Wenn der Wagen nur nicht so hässlich wäre.
Also jetzt auf höchster Rekuperationsstufe ist doch fast annähernd One-Pedal-Driving möglich. Also der Wagen verzögert sehr stark und kommt fast bis zum Stillstand. Man muss vielleicht ein bisschen früher loslassen, dass er dann punktgenau fast steht hier an der Ampel, damit man fast gar nicht mehr bremsen muss. Also doch scheint wirklich zu gehen. Gefällt mir. Man kann es auch so einstellen mit Auto-Hold, dass wenn man einmal steht, die Bremse gedrückt bleibt. Man kann auch den Fuß vom Bremspedal lassen und er bleibt einfach stehen. Das gefällt mir auch sehr gut. Das brauche ich eigentlich immer, weil ich das andere sehr nervig finde, dieses automatische Losrollen. Und jetzt wird hier gewendet. Gas oder Strom. Wow. Also, ey, ganz ehrlich, das Ding geht ab wie Schmitz Katze hier. Und das im Eco-Modus. So schnell darf ich hier gar nicht. Aufpassen. Hier ein Durchschnittsverbrauch von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Gefahren sind wir jetzt 112, eine Stunde unterwegs. Also ist 112 auch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und für so ein Auto in der Form ist das ein ganz ordentlicher Wert. So, die 125 Kilometer Probefahrt von Bremen nach Bremerhaven und zurück liegt jetzt hinter mir. Und ich habe insgesamt einen Verbrauch von 19,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Der Akku ist jetzt noch zu 20% gefüllt. Reichweitenanzeige steht jetzt auf 66 Kilometer. Und hat mir doch wirklich sehr viel Spaß gemacht, diesen Wagen zu fahren. Also ich muss echt sagen, vom Fahrgefühl ist der spitzenmäßig, also gefällt mir doch deutlich besser als alles, was ich vorher gefahren bin. Also sowohl der Kona als auch der e-Niro, die fuhren sich zwar auch super, aber hier der Soul, der hat irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dadurch, dass das so ein großer, kastiger Wagen ist, man sitzt auch relativ hoch, also man hat eine super Übersicht über die Straße und das Raumgefühl ist doch recht groß, dadurch, dass der, also das Dach überhaupt nicht abfällt. Und der Schwerpunkt dieses Autos, der liegt ja sehr, sehr weit unten. Dadurch hat man, wenn man Kurven fährt, so gut wie gar keine Wankbewegung. Also der liegt wie ein Brett auf der Straße. Die Beschleunigung sogar im Eco-Modus ist mehr als ausreichend für den Normalfall. Also man kommt da wirklich super gut weg an der Ampel und lässt auch alle anderen Autos stehen. Verbrauch, ja gut, ich bin 130 gefahren auf der Autobahn, wo es ging. Durchschnittsgeschwindigkeit war sicherlich so 112, 113 km/h. Um die 20 Kilowattstunden bei 30 Grad Außentemperatur und laufender Klimaanlage ist, finde ich, okay für so ein Auto. Wenn ich mir da den e-tron vorstelle, der hätte locker 10 Kilowattstunden mehr gebraucht. Also die haben hier vieles richtig gemacht, die Koreaner. Ganz ehrlich, meinen großen Respekt. Ich finde den Wagen vom Fahren her richtig klasse. Auch die Bedienung leuchtet mir einfach alles ein. Findet man sich schnell zurecht. Das große hier Infotainment-Display, 10,25 Zoll im, was weiß ich, 21:9 Format. Das ist auch richtig gut. Es bedient sich wunderbar flüssig. Ist scharf, hell, gut abzulesen. Das Lenkrad-Display ist wunderbar, sehr knackig. Das Head-Up-Display kann man gut ablesen. Einzig diese Plexiglasscheibe, die hätte ich jetzt nicht gemacht, aber gut, ist halt sicherlich billiger gewesen. Einzig der Innenraum hat halt Schwächen, was die Materialien angeht. Es ist doch viel Hartplastik dabei. Und der graue Dachhimmel, ich mag eigentlich keine grauen Dachhimmel, das ist aber mein persönlicher Geschmack. Ich weiß gar nicht, ob es den in Schwarz gibt, den Dachhimmel. Ich glaube es nicht. Müsste ich aber mal im Konfigurator gucken.
Ja, ansonsten, also Kritikpunkte habe ich also sachliche, gar keine, höchstens emotionale. Also die Form bzw. die Optik des Wagens gefällt mir leider nicht. Hat mir der Soul hat mir noch nie gefallen. Auch jetzt hier in dem Facelift finde ich ihn zwar besser, aber jetzt es trifft halt einfach nicht meinen Geschmack. Praktisch ist das Auto mit Sicherheit. Also für eine kleine Familie, eventuell auch mit Hund, so wie wir. Der Hund passt hier rein. Kann man haben. Also wirklich. So, das war meine Probefahrt mit dem Kia e-Soul. Also mir hat es wirklich gefallen, das Auto. Und wenn ihr euch selbst mal ein Bild machen wollt, ich kann es euch nur empfehlen. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.